BW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Die Landes-CDU wird Koalitionsverhandlungen mit den Grünen aufnehmen. Gestern Abend hat nach dem Parteipräsidium auch der Landesvorstand sowie die mitgezogenen Kreisvorsitzenden diesem Vorgehen zugestimmt, überraschenderweise einstimmig. Bis vor kurzem hatte es von dort noch scharfen Gegenwind gegeben, gerade auch aus der Reutlinger Kreis-CDU. Seit gestern Abend, kurz nach 22 Uhr, steht es fest, die Landes-CDU wird in Koalitionsverhandlungen mit den Grünen eintreten. Zuvor hatten Fraktion, Parteipräsidium und der Landesvorstand ein einstimmiges Ja erteilt. Am Ende schlossen sich dann auch die hinzugezogenen Kreisvorsitzenden an. Die Entscheidung hatte sich bereits am Vortag nach den dritten Sondierungsgesprächen angedeutet. Grün-Schwarz ist nicht grün-rot, sondern wir wollen schon eigene Akzente dann in einer solchen Verbindung setzen. Für viele traditionelle CDU-Wähler und Parteimitglieder kommt die grüne Überraschung wenige Tage nach Ostern unerwartet. Im Wahlkampf hatte die CDU den grünen Ministerpräsidenten als Mogelpackung hart attackiert. Ein Koalitionsgebinde als schwarzer Juniorpartner mit den Grünen hatte Spitzenkandidat Guido Wolf vehement ausgeschlossen. Jetzt die Wende. Wir haben deswegen auch seit 2 Wochen die Mitglieder befragt in unserem Kreisverband. Wir haben festgestellt, es ist ungefähr halb halb. Die Hälfte lehnt grün-schwarz ab, die andere Hälfte kann sich's vorstellen. Unterm Strich lehnen aber noch mehr Mitglieder die Opposition mit ab. Deshalb habe ich gestern Abend in Stuttgart zugestimmt. Und wir sind uns bewusst, was für eine große Verantwortung da drin liegt. Und wir haben einstimmig aus dem Landesvorstand die Koalitionsgespräche genehmigt. Deshalb, es war ein eindeutiges Ergebnis, es war ein einstimmiges Ergebnis. Neuwahlen wollten die CDU-Verantwortlichen um jeden Preis vermeiden. Das Schicksal der an der Seite der Grünen abgenagten SPD will man aber nicht teilen. Aus den Kreisverbänden werden indessen Austrittsdrohungen von Mitgliedern vermeldet. Das ist sicherlich der Fall, ja. Deswegen ist das Präsidium jetzt gefragt und die Landtagsabgeordneten, die da verhandeln, dass sie ein möglichst gutes Ergebnis mit rausholen für die CDU. Mir ist viel, viel wichtiger und das habe ich gestern auch noch im Landesvorstand ganz klar so deutlich gemacht, dass es darum geht, dass wir Leitplanken aufbauen bei unseren Themen und über diese Leitplanken werden wir nicht hinausgehen. Dann haben wir so beschlossen und haben das auch so beredet, dass wir die Mitglieder breit befragen werden. Wir gehen in die Ortsverbände hinein, wir gehen zum Kreisparteitag hinein, wir gehen in einen mitgliederoffenen Bezirksparteitag und zum Schluss im Ganzen, wenn der Koalition Vertrag da liegt, dann werden wir einen Landesparteitag machen, einen mitgliederoffenen Landesparteitag nehme ich an, wo wir dann nochmal alle befragen werden und dort auch abstimmen lassen. Die Spaltung der CDU-Mitglieder über eine Koalition mit den Grünen spiegelt sich indessen auch in den völlig konträren Erwartungen über die Zukunft der Partei. Viele der Mitglieder haben Bauchweh, viele lehnen es vollkommen ab, aber viele sehen auch eine Riesenchance drin. Ich glaube, das ist auch eine Chance, dass sich die Partei erneuern kann, dass andere Wähler oder neue Wählerschichten erschlossen werden können. Jetzt kommt es auf die Themen an. Die Themen sind äußerst wichtig. Mit den Themen muss man sich neu definieren und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man jetzt im Hinblick auf die zukünftigen Wahlen sich neu aufstellt. Ein solcher Kurswechsel, so fürchten aber wiederum andere, könnte der AfD in die Hände spielen. Wenn die CDU sich wie die CDU im Bund mehr in die Mitte und nach links schiebe, sei das für die neue Rechtspartei nahezu eine Bestandsgarantie. Die Arbeitslosigkeit in Baden-Württemberg ist im März im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,1% und 189 Menschen auf jetzt 3,9% gestiegen. Insgesamt waren im März 233.955 Menschen ohne Job. Im Vergleich zum Februar 2016 sank die Quote um 1,8%, ein Rückgang von 4.385 Joblosen. Die Jugendarbeitslosigkeit beträgt weiter 2,9%, sie ist die niedrigste im europäischen Vergleich. Laut dem Chef der baden-württembergischen Arbeitsagentur Christian Rauch mache sich in den Daten vom März jetzt allmählich die Zahlen der unbeschäftigten Flüchtlinge in der Statistik bemerkbar. Die Manns AG mit Sitz in Reutlingen hat im Geschäftsjahr 2015 Verluste von fast 60 Millionen Euro eingefahren. Das geht aus dem Geschäftsbericht hervor, den der Apple-Zulieferer jetzt veröffentlicht hat. Der Umsatz lag deutlich unter dem Vorjahreswert. Als Grund gibt das Unternehmen an, dass zahlreiche Kunden, vor allem aus China, ihre Aufträge storniert oder verzögert hätten. Aufwind verspricht sich die Firmengruppe von der Kooperation mit dem chinesischen Energieunternehmen Shanghai Electric. Jetzt soll das Firmenkapital erhöht werden. Shanghai Electric wird am Unternehmen beteiligt und erhält 30% der Aktien. Für das laufende Jahr erwartet die Unternehmensgruppe eine signifikante Steigerung des Umsatzes.
Wie hier im Landkreis Reutlingen blicken die Skiliftbetreiber im Land auf eine zumeist wirtschaftlich unbefriedigende Wintersaison 2015-2016 zurück. Der Hintergrund: Durch einen milden Winter gab es nur wenige Tage mit genügend Schnee für den Betrieb der Lifte. So hat die Wintersportarena in Holzelfingen eigenen Angaben zufolge ihre Anlagen nur an 10 Tagen in Betrieb genommen. An diesen wenigen Betriebstagen habe es allerdings dann einen regelrechten Ansturm an Wintersportlern gegeben. Langfristig könnten die in der Tendenz zumeist schneearmen Winter die eine oder andere Liftgenossenschaft wegen generell hoher Wartungskosten im Sommer in Schwierigkeiten bringen. Einer Studie des deutschen Umweltministeriums zufolge sind langfristig nur noch 3 deutsche Alpenskigebiete in Bayern schneesicher. Soweit die BB1-Nachrichten, jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Webseite unter www.bb1.de. Auf Wiedersehen. Im Norden und Westen ist es am Freitag trübe. Vereinzelt fällt Regen. In der Mitte und im Osten ist es trübe, aber trocken. Nur in Oberschwaben und am Bodensee zeigt sich auch die Sonne. Dort ist es mit 17 Grad auch am wärmsten. In der Landeshauptstadt erreichen die Werte 12 Grad. Im Schwarzwald liegen die Höchsttemperaturen nur bei 10 Grad. Der Samstag wird im ganzen Land überwiegend freundlich. Am Oberrhein, in Heilbronn, in der Landeshauptstadt und in Reutlingen werden 20 Grad erreicht. Auf der Schwäbischen Alb immerhin noch 17 Grad. Warum ich mitmache? Weil ich anderen helfen möchte, sich selbst zu helfen. Dabei ist es mir wichtig, dass ich mir sicher sein kann, dass meine Spende bei diesen Menschen ankommt. Bei Brot für die Welt habe ich ein gutes Gefühl. Und wenn jeder ein wenig gibt, kann Großes bewegt werden. Es gibt viele gute Gründe, Fördermitglied zu werden. Verändern Sie die Welt. Blatt für Blatt, Tag für Tag, Jahr für Jahr. Diese Menschen sagen Danke. Danke, weil fairer Handel ihnen ein Leben in Würde ermöglicht hat. Familien haben zu essen. Kinder können in die Schule gehen. Sie alle haben eine Zukunft. Wir unterstützen den fairen Handel. Machen Sie mit. Spenden Sie online. www.brotfuerdiewelt.de